Ja, willkommen bei Resolut, der neuen Wissenssendung rund um Themen der Identität und Selbstbestimmung. Mein Name ist Baldur Landugard, ich bin Deutscher, Gestalter, als auch politischer Aktivist und spreche in diesem Format, gebe hier meine Gedanken wieder. Für diejenigen unter euch, welche mich noch nicht einschätzen können, ich bin nationalbewusst und Ethnopluralist. Bedeutet, dass ich für mein Volk einen politischen Willen besitze, aber auch Vielfalt in anderen Kulturkreisen schätze und mich genau deshalb für den Erhalt des eigenen und gegen eine globale Vereinheitlichung einsetze. Erst einmal freue ich mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich hoffe, dir gefällt das Studio und ich möchte dir in diesem Video zum Projekt erklären, was es mit Resolut auf sich hat, also was die Beweggründe, die Hintergründe und Ausrichtungen sind, sowie auch einige der geplanten Inhalte, damit du für dich schon gleich entscheiden kannst, ob du den Kanal hier abonnierst, dazu auch andere animierst oder ob die ganze Sache für dich grundsätzlich nicht in Frage kommt. Wie ihr vielleicht schon anhand des Logos erkennt, spielen hier zwei wesentliche Hauptcharaktere eine Rolle, nämlich Kopf und Herz. Das heißt, temperamentvolle Gefühle, aber auch ein kühler Verstand, Emotionen und rationale Frequenzen, die beide miteinander verbunden sind, als gemeinsame rote Linie takten und einen Wiedererkennungswert bilden. Denn nur hochsteigende Empfindungen durchdringen den Geist und lösen Reaktionen und im besten Fall auch die richtigen Aktionen aus. Resolut, das heißt beherzt und letztendlich entschlossen handeln, im Lateinischen auch resolvere, zurückbefreien, re, entgegen, auch aller Widrigkeiten, ultima ratio als vielleicht letztmöglicher Weg, denn auf uns Europäer kommen existenziell entscheidende Zeiten zu. Durch Desinformation, Lügen und fremde Ideologien leben wir in einer Epoche der großen Verwirrung und dies führt in allen europäischen Ländern und darüber hinaus zu unzähligen Auflösungserscheinungen, Krisen und Tragödien. Leider herrscht dabei in patriotischen Kreisen nach meinen Erfahrungen und die manch anderer ein heilloses Durcheinander. Ja, es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele unterschiedliche Geschmäcker, Vorstellungen, Wissensstände, Ansichten und auch teilweise Ziele. Bis zu einem gewissen Grad erscheint dies sinnvoll, sogar notwendig. Ab einer gewissen Menge der Heterogenität allerdings wird es sehr schwierig, manchmal geradezu katastrophal. Und wenn eine Organisation oder ein Umfeld kein stabiles eigenes geistiges Fundament aufweist, sondern lediglich Meinungen besitzt, dann werden diese Strukturen und Kreise automatisch von anderen, fremden Interessensgruppen, die eine starke Gesinnung besitzen, übergangen, beherrscht, in die Irre geführt oder sogar zweckentfremdet. Solchen Prozessen möchte ich in unserem Fall entgegenwirken und mit diesem Format will ich meinen Teil dazu beitragen, dass zwar auch schwierige und kontroverse Thematiken besprochen werden, aber unterm Strich ein weltanschaulich stabiler Boden errichtet wird, auf dem man eine wirkliche Gegenoffensive starten kann, eben durch Wissen und Willen zur wirksamen Tat. Wir Deutschen oder auch Italiener, Griechen, Franzosen, Engländer, all unsere Vorfahren, die auf dem europäischen Kontinent lebten und wirkten, haben der Welt unendlich viel gegeben. Unsere Länder sind vergleichsweise klein, aber äußerst reich an geistigen, kulturellen, technischen und materiellen Errungenschaften. Unsere Bevölkerungen sind gering. Nur noch schätzungsweise 4-6% aller Menschen auf dieser Welt sind Europid, weiß. Aber wir haben etwas zu sagen. Deswegen sollten unsere Verwaltungen auch nicht fernab in Washington, Moskau oder Brüssel sitzen, sondern in unseren jeweiligen Hauptstädten oder regionalen Institutionen. Globalisten oder Universalisten wollen uns heimatbezogenen Menschen vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und es gelingt ihnen viel zu oft und immer mehr. Internationale Verkäufer stülpen uns ihre zivilisatorischen Produkte, Erscheinungsbilder und Daseinsformen über. Ich wünsche mir jedoch ein Europa der freien und unabhängigen, also souveränen Nationen,
die auf Augenhöhe miteinander agieren, Waren austauschen, da wo es Sinn macht, um das eigene zu schützen, zusammenarbeiten, aber nicht Menschen nach Belieben wie Produkte in Regale umsortieren. Ich möchte als Deutscher mit meiner Identität nicht in den Vereinigten Staaten von Europa aufgeben oder in meiner Heimat eine arabische, muslimische oder afrikanische Parallelgesellschaft vorfinden. Ich will mich nicht in meinem Alltag ohnmächtig und fremdbestimmt, unsicher und unabhängig fühlen von irgendwelchen globalen Eliten, die überhaupt nichts mit mir und meiner Kultur zu tun haben und mich lediglich als Human Resources, Konsumenten oder Schachfigur betrachten. Besitzt du dieselben Wünsche? Dann habe ich ein paar Fragen an dich. Ganz kurz und einfach. Geht es dir gut, wenn du dich in einer möglichst ursprünglichen Landschaft befindest, irgendwo im alpinen, maritimen oder bewaldeten Raum? Geht dir das Herz auf und bist du beeindruckt, wenn du in einem Museum vor einem alten Gemälde oder einer antiken Skulptur stehst? Empfindest du Glück und Zufriedenheit, wenn du Menschen aus deiner Nation in einer landestypischen Tracht siehst und ihr an Feiertagen zusammenkommt und zum Beispiel musiziert, tanzt oder verschiedene Bräuche ausübt? Dann sollte der Kanal hier für dich in den unendlichen Weiten des digitalen Kosmos ein kleines Zuhause sein, denn auch um die Themen würde es gehen. Und ich hoffe, du kannst bei jeder zukünftigen Folge etwas in die reale Offline-Welt mitnehmen. Zum Adressaten. Es ist egal, aus welchem europäischen Land du kommst. Ich werde als Deutscher in meiner Muttersprache reden, aber ich richte mich auch sehr deutlich an geistige Verwandte aus dem Ausland, denn ich weiß, als jemand, der in seinem Leben immer intensiv gereist ist, dass wir viel voneinander lernen können und in Zukunft wesentlich stärker zusammenarbeiten müssen bzw. dürfen. Deswegen, wenn du kein Deutscher bist, kannst du jedes Video manuell mit synchronisierten englischen Untertiteln verstehen und es ist gut möglich, dass im Laufe der Zeit weitere Sprachen, vielleicht auch deine, hinzukommt. Also, melde dich auch bitte bei mir, wenn du oder ein Bekannter von dir hier beim Übersetzen behilflich sein kann. Bei all dem ist es auch nicht entscheidend, wie du dich selber politisch exakt definierst. Bestimmte Begrifflichkeiten werden in einzelnen Ländern, ja selbst von einzelnen Personen vor Ort, sehr unterschiedlich aufgefasst. Auch an der Stelle gibt es in Zukunft natürlich einiges zu klären. Wichtig ist aber erst einmal, dass du Anti-Universalist bist. Das bedeutet vor allen Dingen für das Selbstbestimmungsrecht und die Vielfalt von ethnischen Gruppen und Völkern eintrittst und dass dein Gemüt das ursprüngliche, wahre, schöne und gute ergründen möchte. Wenn du zusätzlich kritisch gegenüber der Moderne bist und mit Achtung vor den Lebensweisen deiner Vorfahren stehst, dann bist du hier im Zielgruppenradius ganz in der Mitte aufgenommen. Und ich freue mich auf den Austausch mit dir, denn nach der Ausarbeitung eines Themas meinerseits soll es eine konstruktive Diskussion unter und miteinander geben. Dazu werde ich am Anfang eine eigene Telegram-Gruppe einrichten und in Folge dann auch andere Foren. Entscheidend ist es vor allen Dingen, die Essenz des Besprochenen zu filtern und in den Alltag zu übertragen. Noch ein wichtiger Hinweis. Resolut ist keine tagespolitische Kommentierung, wo also unter höchstem Zeitdruck möglichst populistische Meinungen im Akkord herausgehauen werden, nur um bestimmte Klickzahlen zu erreichen. Das Projekt richtet sich auch nicht an die breite Masse, Menschen mit geringer Bildung oder diejenigen, welche nur medial unterhalten werden wollen. Natürlich versuche ich das Ganze auch akustisch und visuell interessant zu gestalten, vielleicht auch mal kleine Zwischenfilme einzuspielen oder was Humorvolles beizutragen. Aber in allererster Linie geht es hier um Inhalte, um die tiefgehende Beschäftigung mit wichtigen Sachverhalten, Ereignissen, Umständen und Problemen. Das heißt, wenn du dich also für eines der kommenden Videos interessierst, solltest du etwas Zeit einplanen. Ja? Denn jeder Beitrag ist eine Art Vortrag, manchmal auch ein kleines Seminar in Spielfilmlänge. Du kannst dir natürlich auch einzelne Kapitel, bitte immer in Ruhe, zu verschiedenen Zeiten ansehen, eben halt nur nicht zwischen Tür und Angel. Das würde ich nicht empfehlen.
Was ich hier verbreite, ist natürlich auch immer ein Stück weit meine persönliche Ansicht. Kein Vortragender, welcher einen Inhalt auch nur im Ansatz selbstständig erarbeitet, kann dies verhindern und das wäre auch überhaupt nicht sinnvoll, denn gerade hier spielt ja das Herz wieder eine wichtige Rolle. Ich versuche aber final immer weltanschaulich, also gesamtheitlich zu denken und mich auf adäquate deutsche und europäische Schriftsteller und Denker aus verschiedenen Epochen zu beziehen, welche für mein Land und andere Europäer sinnvolle Gedanken zu Papier gebracht haben und natürlich auch noch von lebenden Geistern Botschaften zu übernehmen, wenn sie der Sache sinnvoll erscheinen. Ein weiteres metapolitisches Ziel ist es auch, verschiedene nationalpolitische Strömungen ideell zu bündeln, sodass sich diese besser strukturieren und organisieren können. Denn nur organisierter Wille bedeutet Macht und zusammen erreichen wir natürlich mehr. Hierzu benötigen wir allerdings einige verbindliche Grundpfeiler, die für jeden Teil einer neuen Nationalbewegung in den einzelnen europäischen Ländern Konsens sein müssen. Und Resolut soll helfen, im Laufe der Zeit auch diese Stützen mit zu errichten. Gleichzeitig gilt es aber auch, konsequent all jene aus der Bewegung zu lassen, welche sich diesen Grundwerten nicht anschließen wollen und der Initiative somit im Wege stehen, da sie uns zumindest von der eigentlichen Arbeit ablenken und uns das Wertvollste rauben, was wir besitzen, nämlich Zeit. Das heißt, zusammenfügen, was sinnvollerweise und authentisch zusammengehört und trennen, was nicht zusammenpasst und schädlich ist. Resolut wird sich dabei mit Schlüsselbegriffen beschäftigen und so zum Beispiel intensiv der Erkundung nachgehen, was eigentlich Völker sind, welche Traditionen noch heute existieren, sinnvoll erscheinen oder auch nicht. Am Puls der Zeit beschäftigen wir uns auch mit der Arbeit etablierter Medienagenturen, systemrelevanten Vorschriften und wenden uns auch schwierigen, aber äußerst existenziellen Themen zu, wie dem Alltagskonsum oder der globalen Überbevölkerung. Selbstkritisch gilt es natürlich auch, das eigene Umfeld zu reflektieren und hier Fehler und Missstände aufzuzeigen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. In speziellen Formaten, vielleicht auch auf eigenen Unterkanälen, werden zusätzlich gesonderte Beiträge zu kulturellen Fragen und geschichtlichen Ereignissen erarbeitet. Bei solchen Folgen möchte ich mit euch zum Beispiel in die Bedeutung und Aussagen der Malerei eintauchen oder die massivste Form aller bildenden Künste, vor allem im öffentlichen Raum, analysieren, nämlich die Architektur. In historischen Beiträgen beleuchten wir unter anderem das Leben bedeutender europäischer Persönlichkeiten, aus deren Wirken wir viel lernen können, und wir reisen zu besonderen vergangenen Epochen und Ereignissen zurück, aus denen wir dann im Hier und Jetzt Kraft und Vorausprognosen für anstehende Situationen ziehen können. In dem Wissen, dass sich Geschichte nicht exakt wiederholt, aber sehr oft reimt. Beginnen werde ich im kommenden und ersten Themenvideo mit einer umfassenden Zivilisationskritik, sozusagen von rechts. Denn einer unserer Hauptintentionen sollte es sein, dem modernen und brutal zerstörerischen Fortschrittsgedanken endlich eine andere Sichtweise entgegenzusetzen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Die kann im Übrigen auch mal derb sein, wenn sie denn begründet ist. Trollkommentare werden aber gelöscht. Heißt, wer nur provozieren oder destruktiv wirken möchte oder einfach auch Floskeln wiederholt, die man schon auf 1000 anderen Kanälen liest, der muss sich leider eine andere Spielwiese suchen. Jede reguläre Folge steht Gleichgesinnten zur freien Verfügung und darf und sollte auch bei entsprechendem Wohlgefallen fleißig geteilt werden. In allen Gruppen, Kanälen und auf jeder Seite, die euch zur Verfügung steht. Denn nur so können wir den etablierten Sendungen etwas entgegensetzen. Du als Betrachter musst dabei auch nicht alles zu 100% unterstreichen können. Aber wenn du einen Beitrag auch nur in Ansätzen für sinnvoll erachtest, wäre es ein kleines Dankeschön deinerseits innerhalb von ein paar Sekunden für die ganze stundenlange Arbeit meinerseits, wenn du das Video weiter verbreitest. Wer zusätzlich noch etwas mehr Unterstützung leisten möchte, kann auf freiwilliger Basis eine Spende entrichten.
dann lässt sich das Projekt natürlich in allen Bereichen auch weiter verbessern und ausbauen. Und es können auch selbstredend mehr Videos produziert werden. Dazu gibt es aktuell eine PayPal-Möglichkeit oder alternativ nach persönlichem Anschreiben eine Bankverbindung. Ich werde mich auch bei allen Spendern bedanken und auch gerne ihre Botschaften ausrichten. Und alle weiteren aktuellen Infos und Kontaktmöglichkeiten, ja, die findet ihr, die findest du immer unter der Videobeschreibung. Herzliche Grüße, hinaus in die Welt, bleibt aufrecht, unterstützt eure Heimat und alle Brüder im Geiste. Wir sehen uns in der nächsten Folge.